Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Welcome to Paradise. Ich bin zurück. Wir haben das letzte Mal erfolgreich die Zombies zurückgeschlagen. Wir werden jetzt einmal die Schnellreise nehmen, werden einmal zu Bob gehen und werden uns da dementsprechend, muss nur treffen, verabschieden. Die wollen wohl abhauen. Mal gucken, wie weit wir dementsprechend noch kommen werden. Jetzt, ich glaube, das wird kein richtiger Abschied. Ich glaube nicht. So, und so. Oh. Was? Sag ich doch. Thank you. We were attacked as we were leaving. It was that psycho, Ivy Oppersmith. She attacked with a huge vehicle powered by some crazy rocket parts. And she kidnapped Bob. Nicht Bob! You need to find him before Ivy hurts him. Yes, Ivy. I know where she lives. I used to work with her just after the Paradise Hacking Helmet development program ended. You'll find her in the chemical plant, behind the warehouses. Be careful. Ivy is the former head of the Paradise Technical Division. She don't mess around. Okay, nächster Bossgegner. Quest abgeschlossen. Irgendwo am Arsch der Welt lebt die gute Frau. Geh zu den Lagerhallen. Oha. Wie komme ich zu... Wie komme ich da hin? Und das hier? Hier oder was? Ja, aber wie komme ich da hin? Nein, oder? Wie komme ich da hin? Kann das sein, dass ich irgendwie da ganz da oben hinkomme? Wie zur Hölle kommen wir da hin? Das ist halt nicht zusammenhängend. That's a problem, oder? Tasktown. Hier. Aber da geht's, glaube ich, in die. Ging es hier nicht in die Mall? Das ist ja nicht unbedingt das. Ich habe eher die Befürchtung, dass wir da. Dass wir hier rüber hinkommen. Wie zur Hölle komme ich da hin? Du hast ja keine direkte. Was? Du hast ja keine direkte Verbindung dahin. Um das Lagerhallengelände zwischen dir und Bobs Gefängnis zu gelangen, musst du mit einem merkwürdigen Einheimischen zusammenarbeiten. Diese komische Kauz sieht aus wie ein Spion und hat ein Angebot. Was? Das hilft. Das hilft jetzt nicht wirklich weiter, ehrlich gesagt. Genieß die kleinen Dinge, Törtchen. Weißt du mal, wir haben schon sehr viele Quests abgeschlossen. Wir sind allgemein, glaube ich, schon recht weit gekommen. Aber dahin ging es doch nicht weiter. Ihr seid uninteressant für mich. Ich will nur wissen, ob ich denen weiterkomme. Ich glaube aber nicht, oder? Neuer Standort, großer La. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Ist die Musik neu? Moin! Au, 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 au. Lass das. Hallo? Ich sagte, lass das. Ist das richtig? Du hast halt nur dieses... Okay, na gucken mal. Es könnte theoretisch Speicher des Einkaufszentrums. Es könnte in der Theorie... Richtig sein. Oh, ein Twinkie, oder? Törtchen! Wir haben ein weiteres Törtchen. Oh, alle einzeln. Könnt ihr euch bitte irgendwie sammeln? Ihr kostet mich nur unnötig viele Pfeile. Wobei, ich habe jetzt 335, ich habe 100 Pfeile hergestellt übrigens. Deswegen nicht wundern. Ach, du Scheiße, ist das weitläufig. Liegt da überall Stuff rum. Seil, Seil. Seil. Ich würde schon gerne kurz in jeden Gang mal gucken. Man kann es ja schon lohnen. Wir bräuchten noch so eine Benzinkanister, wobei es steht halt da explizit dabei, dass wir es brauchen. Aus einer vergrabenen, halb vergrabenen Kiste.
Aber wir haben das Törtchen. Was uns schon mal wieder Bonus gibt. Also Bonus. Bonuszeug. Yes, es tatsächlich. Okay. Aber hier gibt es keinen Mega-Hub? What? Verunglückter LKW. Das sehe ich. Boah, wir schießen das Ding halt auch mittlerweile fast One-Hit aus dem Außenleben. Fangen. Wir haben Verluste erlitten. Ja, der Tänzer ist wieder nicht anvisierbar. I know, I know, I know. Knüppel, knüppel, knüppel. Schrott. Doch, da ist so einer. Da ist so ein Mega-Hub. Dich brauchen wir, mein Freund. Ah, es müsste ein Pfeil gewesen sein. Da lag nur was an der Seite. Sehr schön, da haben wir nämlich die Area. Wir kommen hier dementsprechend nun her. Okay. I saw you help Mag Fixer. Nee. You're looking for rocket parts, aren't you? There are two around here. One that Ivy has and another one that she wants. But it's hidden. I want you to get to it before she does. We need to get into the warehouses. Find the key in the crashed truck near here and then open the entrance gate. But be careful. It's swarming with zombies. Ich will so eine Kiste! Ich will so eine Kiste. Wie cool. Können wir? Schade. Ich hatte eigentlich gehofft, dass hier Stuff drin rumliegt. Ja, ja, den LKW ist jetzt nicht das... Kettensäge? Halt. Fangen? Nee. Fangen? Ah doch, wir haben schon wieder einen verloren. Wir verlieren auch einen Zombots. Aber so, wie, wahrscheinlich wieder auf einem Frame genau irgendwie das Ding zu durchsuchen. Ah, nee, oben drauf. Kann das sein? Na gut. Ganz ehrlich, ich stehe auf dem LKW. Was soll mir passieren? Also selbst wenn die da hochkommen, bis die da hoch sind, habe ich alles weggeschossen. Wir müssen sogar... Ja, wer trifft sogar? Oder wo wir da hinten? Okay, das geht nicht. Sie wie Tontauben schießen. Okay, komm, wir gehen runter. Ist jetzt nicht das Problem gewesen gerade. Die Geräuschkulisse hat was für sich. Allerdings tut mir irgendwann tatsächlich, ich habe jetzt 2, 3 Folgen hintereinander wieder aufgenommen, irgendwann tut er die E-Taste, oder der E-Tastenfinger weh. Die E-Taste tut auch weh. Alter, hast du das gedrückt halten? Muss ich mal ausprobieren, ich glaube, ich drücke jedes Mal halt. Ich glaube, es geht, wenn ich es gedrückt halten würde. Öffnen. Jo. Mal oder Ding. So ein Tor hätte ich gerne. Ist da Strom? War das so? Da ist Strom, oder? Sprich mit dem Karton. Es ist geil. Du kannst dich selbst in einem Kampf handeln. Es war richtig, dir zu vertrauen. Call me no name. We'll meet again in the warehouses. See you soon. Mit seinem Karton? Ich hoffe doch. Es ist so absolut bescheuert. Es ist so absolut bekloppt. Lagerhalle. 30 bis 40. Wir sind 31. Okay. Feldchirurgie. Frage ist, ob wir jetzt hier Punkte rein investieren sollen oder eher in nochmal irgendwie Gesundheit was rein investieren sollten. Köder. Aber die Verbände der Zombots. Wäre gar nicht das schlechteste Reus Ross. Die Hacking brauchen wir halt.
Können wir die Tore... Nee. Achso, das ist dann... Okay. Das ist auch Gebiet, wo du nicht hin kannst. Interagieren. Oh, nee, oder? Okay, kommen wieder irgendwelche Rätselpassagen mit rein? Fehlender oranger Schlüssel. Oh Gott. Okay. Aber Licht. Grüner Schlüssel. Ich höre Stimmen. Aber keine Gegner. Aber innen drin wahrscheinlich Massen an Massen. Aber hier aber nichts. Okay, reden wir erstmal mit dem Dude. Ich hoffe, dass da auch wieder irgendwo ein Mega-Hub ist. Die Strecke, die wir gerade zurücklegen, ist schon ordentlich. Karton. Schön. There you are, right on time. As I said, Ivy wants another rocket part. And you're gonna get it before she does. To move around the warehouses, you're gonna need keys. Alle wahrscheinlich, oder? Here's the key to the green warehouses. Open the nearest building. Clear the area while I find out more. Rennt jetzt wieder mit seinem Karton weg? Nein! Interagieren. Interagieren. Ah ja, guck mal, da drin sieht man auch... Okay, ja gut, da ist einiges. Zerstöre den Antennenmasten. Aber warte mal, wir nehmen aber erstmal den Mega-Oben mit. Okay, und da drin in den Lagerhallen sind dementsprechend die ganzen Zombies drin. Na gut, wir haben... Pfeile. Interagieren. Oh Gott. Ist auch noch dunkel wie Sau. Ja, aber... What? Nicht mehr One-Hit oder was? Stufeaufstieg, 32. Wir One-Hitten nicht mehr? Ja gut, meine kamen sich von alleine schon mal durch. Okay, wir wollen hinten doch noch alles. Ich hätte gerne den neuen Bogen. Ich glaube, er bringt es noch mal mehr. Ja, also ganz ehrlich, solange nicht irgendwelche Sprenger auf mich zurennen, geht's. So. Das ist ein Antennenmast. Der müsste oder... Ist er da drin? Das ist ein Antennenmast. Eigentlich ja hier, oder? Achso, oder auch nicht. Schießpulver. Die Frage ist nach wie vor, wofür wir das Schießpulver brauchen. Vor allem hier. Rot. Ist aber gar nicht da. Ach, oh. Was? Guck mal, ich da. Was? Da oben? Achso, das ist aber nur die andere Seite, wo es rausgeht, praktisch. Aber man kommt irgendwie hoch. Oder er schwebt. Keine Ahnung. Weil normal ist hoch schwierig. Ne, die sind irgendwie oben. Ah, ja. Ah, okay. Ja, okay. Ah, oh, und der Antennenmast ist dann auch oben. Okay, kann ich hier runterfallen? Wahrscheinlich, oder? Ah. Ja, okay. Es sind mehrere Antennenmasten. Macht es jetzt aber nicht gerade schwerer, ehrlich gesagt. Nur wenn ich runterfallen kann, dann ja. Elektromagnetisches Gewehr. What? Also Waffen gibt's immer noch. Also ganz ehrlich, dann war es zwischendrin um einiges schwerer. Kiste. Neue Rüstung wahrscheinlich, oder? Hallo? Interagieren? Ich hatte E gedrückt. Lagerhallenschlüssel. Geil. Wenn eine Rüstung wäre doch wenigstens schön. Rüstung wäre schön gewesen. Können wir jetzt hier runterspringen? Nee. Und wir müssen dann jedes Mal den Weg zurückrennen? What? Hüpf doch!
Ich wäre der Meinung gewesen, dass man runterfallen kann. Blöde Frage, wie kommst du denn da rüber? Gar nicht, oder? Viel Gerenne. Viel, viel Gerenne. 2000 machen wir halt mittlerweile. Okay, wir haben den Lagerhallenschlüssel, aber... So, Bob, eliminiere die Feinde. Phantomprotokoll. Da müssen wir tatsächlich alle... Nee, ernsthaft? Sprich mit dem Nomaden. Wir müssen tatsächlich alle in der Halle killen. Oben, unten, links, rechts, querfeld ein. Okay. Excellent work. Well done. The rocket part is in a big white building. The key to open it is in a yellow warehouse. Find die Bärenfall übrigens auf unserer Schulter. Tried to take control of it using Paradise technology, but Ivy went all out to get rid of him. The key to the white warehouses is in a lockbox in their camp. Okay. Ah, gut, wir werden die so, also wir werden die töten müssen, selbstverständlich. Haben wir ein Level-Up? Ja, oder? Jo, ein Fähigkeitspunkt. Hartnäckigkeit. Dann können wir nicht als nächstes Feldschirurgie mit reinnehmen. Was gar nicht schlecht wäre. Okay, wir brauchen den weißen. Nee, wir brauchen den orangen Schlüssel. Suche Bob, finde Petrus goldene Messer. Können wir eigentlich irgendwie. Pörtchen. Aktive Quest, inaktive Quest. Messer, aktiv, inaktiv. Zu Bob im Chemiewerk. Hol dir den Schlüssel. Ah ja. Lagerhallenschlüssel. Weiß. Gut, müssen wir zu Orange. Oder? Weil wir jetzt Orange. Wir haben jetzt so einen orangen Schlüssel bekommen. Würde für mich Sinn ergeben, zumindest. Achso, warte mal, wir hätten auch Grün. Grün hätten wir. Ach so, da werden wir wahrscheinlich nur Bonuszeug wieder kriegen, oder? Wir gehen mal zu Orange. Stock 11. Fehlen doch. Hä? Habe ich nicht gerade den orangen Schlüssel eingesammelt? Der Stapler. Haben wir nicht gerade den orangen Schlüssel eingesammelt? Weißer Schlüssel fehlt. Hä? Ich doof. Geil ist, dass unser Bogen so stark ist, dass wir die Wände einfach auseinanderrupfen können, wie wir möchten. Au. Normaler Revolver. Ich glaube, das war auch das, was uns umgebracht hat. War's das? Ich glaube ja. Normale Schrotflinte. Okay, die Waffen werden natürlich geiler. Hob dich aus. So, interagieren. Petrus goldenes Messer haben wir bekommen. Das war alles, was in der Halle drin ist? So. Hol dir den Schlüssel. Okay, da hinten tatsächlich dann erst. Reparaturset. Liegt dir ein... Das war alles? Okay, wir haben ein goldenes Messer wieder. Wir brauchen ja eh zwei von den Dingern. Ja, okay, dann gehen wir erstmal weiter. Also das ist praktisch nur Bonus, den wir hier bekommen. Oh, du hast sehr viele Hallen. Aber das sind alles weiße. Ah, ein Mega-Hook. Gelb. Ah, nee, warte mal. Gelb haben wir bekommen, oder? Haben wir gelb bekommen?
Support 3. Jo, gelb haben wir bekommen, nicht orange. Ich war bei orange. Da liegt schon ein Törtchen da hinten. Da. Wenn die so einzeln stehen würden. Aber wieso haben hier immer wieder Petrus Tafeln? Das verwirrt mich ein kleines bisschen. Meistens ist es ja eine Kennzeichnung, dass irgendwo ein Boss... Also zumindest konnte man da den Boss... Neuer Standort, zerstörtes Camp. Pörtchen. Nächste. Geil. Okay, da muss man eh lang. Da kriegen wir nochmal eine neue Rüstung oder irgendwas in der Richtung? Not really, glaube ich. Nein, da geht Action. Oh, wir haben nur noch 100. Ich habe über 200 Pfeile mittlerweile schon verdübelt. Okay. Sieht sehr strange aus. Wir haben wieder Fallen mit dabei. Das ist der, den ich hier anvisieren kann. Ach du Heiliger. Okay. Au. Wir haben einen Zombie verloren. Pfeile ein auch 118. Das ist leider den du so nicht triffst. Reparaturset. Achso, Reparaturwerkzeug. Ah, okay. Schlüssel oder nicht Schlüssel? Lagerhallenpanzerung, linke Arm, Kugeln, Schrott, Verband. Die Panzerung geil. Wir können einmal alles zerschrotten, was wir nicht brauchen. Oder was doppelt und dreifach vorhanden ist. 8 gegen 5. Okay. Ich glaube, das lohnt sich tatsächlich. Ich habe nur gerade wirklich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nächster Tod. Sollte ihr doch nicht gegenseitig ins Leben wieder zurückholen, oder haben wir das nicht geskillt gehabt? Ach, dieser... Der, den du nicht triffst, wenn der davor steht. Es ist... Okay. Die sind nicht gefährlich, aber sie sind nervig. Gefährlich sind sie nicht, aber nervig. Okay. E gedrückt halten übrigens, weil ich es vorhin mal angesprochen hatte, funktioniert übrigens nicht. Ich mache meine Zombots die ganze Zeit kaputt. Okay. Gut, es muss aber ja eigentlich hier in der Area sein. Oh, ist sie das? Die Tante? Lagerhallenschlüssel weiß. You there, with the hair. I recognize you. I found another of my animals. Psycho Sophie always had a temper, so it won't be easy. But you need my help to improve your workshop. Are you in? Ah, okay, wieder Boss. Boss bestätigen. Jagd auf das Biest. Wir haben wieder einen Boss. Frage ist wo? Psycho. Finde die Giraffe.
Wollen wir die oben finden? Ich glaube, wir werden müssen, oder? Wir müssen hier aber noch den Schlüssel finden, der hier irgendwo anscheinend... Musik ist auch nicht gerade vertrauenserweckend. Der hier irgendwo sein soll. Wo soll dieser Schlüssel sein? Da ist eine Kiste. Alle, die sind aber gut versteckt. Lagerhallenschlüssel weiß. Wir haben ihn. Okay, aber wo finde ich jetzt den... Wo finde ich jetzt die Giraffen? Wir haben nur noch... Ah, er ist da, okay. Ich glaube, wir müssen erstmal noch Haus und Pfeil herstellen, bevor wir das machen. Great job. All that's left to do is to take the rocket part from under Upper Smith's nose. But be careful. That warehouse hasn't been opened in a very long time. Wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden. Okay, 5000 Erfahrungspünktchen. Das ist echt wenig. Betrete die weiße Lagerhalle. Finde die Giraffe. Okay, da unten ist die Giraffe. Ich würde ihn mitnehmen, aber bevor wir das machen, gehen wir kurz nach Hause. Wir brauchen definitiv mehr Pfeile. Wir haben nur 100 Pfeile. Der Elefant war schon extremst kompliziert und schwer. Schade ist, dass wir den Bogen nicht bauen können, den besseren. Wie sieht es hier aus? 14%. Wir brauchen eigentlich für die Pfeile brauchen wir nur Holz, was jetzt nicht das Mega-Problem darstellt. Nochmal schrotten. So, herstellen Pfeile. 200 Stück. Und dann würden wir hier das Upgrade kriegen. Die Frage ist, bringt uns das überhaupt irgendwas? Meine Stufe 16er Bogen haben wir ja, oder? Legendärer Bogen. Nee, wir haben den Compound-Bogen. Stufe 26 gegen 21 sagenhafter Bogen. Der bringt uns ja nicht mal was. Wir haben ihn hier. Ich bräuchte einen anderen, einen besseren Compound-Bogen praktisch. Seltener Revolver. 27. Schaden 455. Kritisch mal 2. Magazinkapazität 6. Cool. Den können wir herstellen. Und mit Upgrade. Tomaten geerntet. Gut, wir haben jetzt 500 Pfeile. Wir haben genug Verbände dabei. Allen drum und dran. Schnellreise. Gut, wäre tatsächlich hier. Und da wäre dann jetzt die Giraffe wahrscheinlich. Mal gucken. Sind wir das letzte Mal beim Elefanten gestorben? Ich glaube nicht, oder? Der war nicht einfach zu besiegen. Das war tatsächlich... Hallo? Ah. Warum auch immer das zugeht. René, die weiße Lagerhalle, finde die Grafe, suche Bob in den Chemieladen. Okay. Ach, deswegen ist das hier, weil hinter dem Tor... Legirafarik auf uns lauern wird. Bin mal gespannt. Oh Gott. Oh Gott. What the? Okay. Psychosophie. Okay. Ach, die kann da einfach drüber rennen. Au. Au. Ja, okay, die ganzen kleinen Ratten sind fies.
Au. Okay, wir brauchen eine bessere Taktik. Das ist halt mies, weil die einfach... Ja, die kann da einfach durchrennen. Okay. Das drüberlaufen ist tatsächlich nicht so easy. Ist sie gerade gegen die Wand gerannt? Ja, oder? Kann er einfach über den Scheiß drüber rennen? Nein! Muss ich jetzt von vorne anfangen? Drei Viertel. Müssen wir von vorne beginnen? Ja, oder? Oder davon weitermachen? Ne, wir dürfen weitermachen. Okay, dann geht's. Alter. Okay, die kriegt vermehrt Schaden, wenn es gerade gegen die Wand gerannt ist. Alter. Okay, wir sind leider einmal dabei gestorben, aber... Wow, die Boss haben es in sich. Holla, die Waldfee. Also, ganz ehrlich, also, um das mal jetzt ganz ohne Ausweichen und so weiter, hast gar keine Chance. Wir haben über 200 Pfeile in die jetzt hier verdübelt. In sämtliche Areas reingeschossen. What the? Trophäe. Alter. Das ist halt übel. Vor allem die ganzen... Gut, die kleinen Viecher gingen. Mit dem Bogen, ja. Und wir sind halt jetzt auch auf Bogen spezialisiert. Aber holla! Gib die Trophäe. Lady Tama. Okay. Aber das war... gut. Danke fürs Gespräch auf jeden Fall. Problem ist tatsächlich diese Wände, über die wir nur so beschissen steigen können. Nur wenn du die schnell laufen Taste gedrückt hältst, kannst du über diese blöden Wände drüber. Ist ein bisschen doof tatsächlich gemacht. Wäre cool, wenn das anders gewesen wäre und wir nicht diese blöden Wände zumindest in der Nähe gehabt hätten. Das hätte es viel einfacher gemacht ohne die Wände. Geht's nicht lang. Aber krasser Bosskampf. Holla die Walfee. Also die Bosskämpfer sind mega in sich. Dass wir draufgegangen sind, war ein bisschen unglücklich. Aber beim zweiten Versuch, ich meine. Aber wäre fies gewesen, also wenn die sich tatsächlich resettet, wäre
Wäre jetzt nicht selten gewesen, wenn es so wäre, aber das wäre fies gewesen. Holly Walfe. Wir hätten es geschafft, aber hätte gedauert. I loved my animals, but I can't let them run riot. Here, take this for your efforts. Die Walze. Geil. Cool. Best abgeschlossen, 5000 Erfahrungspunkte. Ein Level-Up haben wir auch gemacht. Wunderschön, das heißt nämlich Fetchuri. Können wir nehmen. Gut. Als nächstes, betrete die weiße Lagerhalle, suche Bob in den Chemiewerken. Spy Dudes Gegner, Dr. Übersmith. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.